Servus hier, Grazien. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problem und herzlich willkommen zum neuen Shop-Video. Ja, der Shop wird geupdatet, Freunde. Und wie ihr seht, haben wir einen neuen Skin und eine neue Lackierung reinbekommen. Zu dem komme ich gleich. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass ich gestern im Livestream gefragt wurde, sorry wegen den Hintergrundgeräuschen jetzt erstmal, der PC fährt hoch, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Und zwar, ich wurde gestern im Livestream gefragt, ob ich denn den Battle Pass verlosen könnte. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht, machen wir das so. Ich werde dazu heute ein Video hochladen und wenn es gut läuft, wenn einige mitmachen sollten, werde ich eventuell noch einen zweiten und dritten Battle Pass verlosen. Also schaut auf jeden Fall rein, die Chance ist groß, dass ihr den Battle Pass absahnen könnt. Des Weiteren werde ich dann noch das Video hochladen zu der neuen Wochen-Challenge. Das kommt heute auch noch im Laufe des Tages. Okay, fangen wir mit dem Krypto-Skin an. Das ist die dunkle Variante von dem Abstrakt-Skin, würde ich mal sagen. Er gefällt mir soweit sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese schwarze Haut, die leuchtenden Augen, die Mütze, die Farben an den Klamotten, gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich total abgefahren finde, ist der Rucksack. Also der sieht mal richtig krass aus. So ein Röntgen-Hologramm der Wirbel und Rippen und so weiter. Nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Rucksack sehr, sehr vielen Skins steht. Diesen Skin werde ich natürlich holen und werde ihn dann heute noch im Laufe des Tages in einem Gameplay vorstellen. Also darauf könnt ihr euch verlassen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Gut, dann haben wir hier die neue Lackierung. Die nennt sich Enigma. Finde ich auch richtig nice, ist animiert. Gefällt mir richtig gut. Ja, da gibt es einen kleinen Fehler anscheinend bei der Darstellung. Wie ihr seht, diese grauen Linien, keine Ahnung, was das soll. Ja, an der Kanonenkugel oder Kanone sieht sie okay aus. An der Waffe, ja, sieht sie schon ein bisschen besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir, werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen und werde dazu auch ein Gameplay-Video drehen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Lackierung die beste Lackierung ist, aber sie hat etwas, gefällt mir, auf jeden Fall. Okay, Okay, die werde ich natürlich auch holen, werde ich euch dann im Video vorstellen. Dann haben wir hier den Oblivion Skin, das ist hier die weibliche Variante vom Omega Skin. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, die habe ich auch. Spiele ich nur viel zu selten, ich finde diese Knöpfe an der Brust, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, nicht so toll. Aber ansonsten finde ich sie richtig nice. Der Rucksack sieht auch relativ gut aus, gefällt mir, ja, will ich mir nochmal antun, hätte ich ihn nicht schon. Dann haben wir hier Kriterien und das ist die weibliche Variante vom Carbide Skin, genau so hieß er. Ja, die gefällt mir eher weniger, die Farben, das ist überhaupt nicht meins. Der Rucksack ist genau der gleiche, nur in einer anderen Farbe, aber wie gesagt, ist überhaupt nicht meins. Dann haben wir hier den Hängegleiter Terminus, der sieht richtig abgefahren aus, gefällt mir. Ja, würde ich mir auf jeden Fall zulegen, aber werde ich jetzt nicht machen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Okay, dann haben wir hier die Raufboldin. Die sieht okay aus. Ich finde ihre Klamotten relativ cool, aber das Gesicht gefällt mir nicht. Ansonsten finde ich sie richtig nice. Dann haben wir die Filethacke. Ach, die habe ich auch. Okay, gut. Habe ich total verpeilt. Ist in Ordnung, gefällt mir. Ist jetzt nicht die Mega-Hacke, aber kann man sich auf jeden Fall antun. Und dann fahren wir voll ablachen. Das Emote gefällt mir ganz und gar nicht, aber okay, gut, ich hab's. Was soll ich sagen? Ja, ist überhaupt nicht meins. Dann haben wir den Scherpenfeldwebel, den haben wir auch zum x-mal dabei. Sein Hut ist ja richtig groß. Ja, kann man sich auf jeden Fall antun. 1200 V-Bucks ist jetzt gerade nicht wenig für so einen, sage ich mal, in Anführungszeichen Standard-Skin. Aber okay, gut. Dann haben wir das Mimenspiel. Finde ich okay, kann man sich auf jeden Fall antun. Ist ein bisschen albern, aber ist in Ordnung. Und besonders die Szene ist richtig nice. Da steigt man ein. Coole Geschichte. Und als letztes haben wir hier den Leuchtflug. Ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt meins, sieht zwar nice aus, aber nicht unbedingt meins. Würde natürlich, glaube ich, zu diesem neuen Skin relativ gut passen von den Farben her, aber echt nicht meins. Okay, Freunde, das war's mit dem Shop. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dann heute nochmal vorbeischauen würdet wegen dem Battle Pass. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr Abonnent seid. Also wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr es an dieser Stelle machen. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.